Ja, und somit herzlich willkommen in der Welt von Gran Turismo Sport. So, ein erstes Auto zum Geschenk. Ich hoffe, es ist... Oh, zum Glück kein VW Polo oder so. Ein Honda Civic Type R. Kann man damit mal, denke ich mal, arbeiten. Ja, nur das Lenkrad, vielleicht ein bisschen auf der falschen Seite. Aber soll uns ja nicht zu sehr davon ablenken. Okay, Anfänger sollten die Fahrschule besuchen. Ich war aber schon in der Fahrschule. Was soll denn das? Sollen wir wirklich in die Fahrschule gehen? Okay, dann lernen Sie die Grundlagen vom Kontrollieren des Fahrzeugs bis hin. Was? Ich kann gar nicht so schnell lesen. Aber egal, Alter. 24 Sachen gibt's hier. Okay. Oh, ich darf eine Gerade fahren. Darf ich jetzt das Anfahren üben oder so? Das ist ja natürlich auch sehr interessant. Starten Sie das Fahrzeug aus dem Stand. Oh mein Gott. Ohne Autopilot. Mit einem Mazda Roadster. Okay. So, Voreinstellung, Auswahl für Fahrhilfen. Okay. Vor allem Autopilot. Was genau für Autopilot? Einstellungen sind für Spieler gedacht, die nicht mit Rennen spielen. Ja, wir sind aber eigentlich schon vertraut. Diese Einstellungen sind für Spieler gedacht, die gut sind in Rennen spielen. Autopilot aus. Achso, Autopilot nur Bremsen. Idealienhilfe, Kurvenmarkierung, Pylonenmarkierung, Bremsanzeige, ABS-Standard, Gelenkhilfe, schwach. Ich denke mal, ich würde ja mal das hier nehmen und dann kann man natürlich schauen, ob wir Richtung Experte gehen oder vielleicht ein paar Sachen dann ausschalten. Gerade die, keine Ahnung, ABS-Standard ist drin. Vielleicht Stabilitätskontrolle oder sowas in die Richtung. Lenkradsteuerung links, natürlich Bewegungssensor. Okay, das ist natürlich auch extrem cool. Pedalsteuerung, Alter, hier richtig so oldschool mit X und Viereck wie damals. Das ist gar... Oh, okay. Welches Rennspiel war das? Sag mal, bei früheren Rennspielen war das natürlich mit X und Viereck, aber es gab sogar mal ein Rennspiel, wo man es mit dem rechten Stick gemacht hat. Das war auch sehr gewöhnungsbedürftig, aber nach einer gewissen Zeit fand ich das eigentlich richtig cool. So, starten Sie das Fahrzeug aus dem Stand. Okay, wir haben auch irgendwelche Zeiten. So, wir haben eine sehr langsame Gangschaltung. Aber na gut. Alter, ich habe nicht mal Gold geschafft. Will mich verarschen? Komm, also das gibt's ja auch nicht, oder? Nicht mal Gold geschafft. Hier können wir nach hinten schauen. So, okay, und hier haben wir alles hier Rechtslenker. Die Frage ist, kann ich auch selber so ein bisschen verbessern im Schalten? So, oder ja, okay. Vielleicht habe ich wirklich einen Anfang beim ersten Mal doch ein bisschen verkackt. Wow, sehr toll. Aber erst natürlich ein bisschen hier Geld sammeln. Erfahrung, 19 Erfahrungen haben wir bekommen. Okay, natürlich für den Stufenaufstieg dann auch ganz gut, dass wir die Fahrschule so ein bisschen machen. Können wir jetzt irgendwo einfach weitergehen oder einfach zurückgehen hier? Bedienung des Lenkrads. Ja, das haben wir bis jetzt eigentlich noch gar nicht genutzt. Muss man dazu sagen. Aber wieso haben wir Bedienung des Lenkrads, obwohl wir eine gerade Strecke haben? Oder müssen wir was ausweichen? Von der Strecke abkommen. Ah, okay, wir müssen halt hier ein bisschen einen kleinen, ja, nicht richtig Slalom. Und wir haben das Gefühl, dass der Sitz so ein bisschen weit unten ist, oder? Dass wir so ein bisschen halb so über das Lenkrad schauen. Ey, wir waren sogar noch schneller mit Lenken als mit geradeausfahren. Okay. Diese dramatische Musik noch. Wir haben es geschafft. Okay. Was haben wir noch? Bedienung des Lenkrads 2. Vielleicht ein bisschen mehr lenken.
So, es geht los. So, oh, wir haben sogar das Verdeck unten. Oh, das war aber auch sehr knapp. Okay. Es war sehr knapp eigentlich. Aber wir haben es trotzdem noch in der Goldzeit geschafft. Was haben wir hier? Tägliches Training haben wir auch irgendwie mit den Strecken, die wir zurücklegen. Okay, durch Bremsen zum Stehen kommen. Grundlegende Steuerung, okay, ja. Hört sich ja jetzt auch nicht so spektakulär an. Wir haben aber, oh, einen neuen Wagen dafür. Vielleicht kann er ein bisschen besser bremsen. So, wir sind da. Okay, wir müssen in den Bereich vorne halten. Hier fällt immer ein Begrenzer lassen. Vom Motor her. So, und wir müssen eigentlich quasi hier oder bremsen. So, und dann Stillstand. Gescheitert, Bedingung, was nicht erfüllt. Wir waren wirklich zu langsam. Okay. Von der Strecke aber Kontakt mit Mauern. Bringen Sie das Auto. Achso, ich muss vielleicht schon ein bisschen davor bremsen. Okay, aber trotzdem schon ein bisschen, in der Hinsicht ein bisschen extrem. Wenn man sich das nochmal so ein bisschen anschaut. Vielleicht nochmal einen Ticken früher bremsen, dass wir... Ich habe gedacht, ich darf erst bremsen, wenn ich eigentlich im Bereich drin bin. Aber wir müssen halt relativ schnell sein. Ah, nur Bronze, okay. Ist schon ein bisschen... Also von die Goldzeit schon ein bisschen schwierig. Man muss da... Ein richtig gutes Timing haben. Ich war schon wieder viel... Also vorher habe ich viel früher gebremst. Und deshalb sind wir so schlecht. Ist schon ein bisschen interessant, den Punkt zu treffen. Aber halt immer noch, Alter, neuer Rekord. Wir müssen nochmal einen Ticken früher bremsen. Ist schon... Ich will schon in die Gold, also vor ein bisschen hier bremsen eigentlich. Alter, wieso war schon ein bisschen schneller? Oh! Wieso war er eigentlich jetzt gerade ein bisschen schneller? Das verstehe ich nicht. Vom Startpunkt her. Ich weiß gar nicht, wo ich genau bremsen soll. Wenn ich zu früh bremse, ist auch ein bisschen gefährlich. Aber hier die Goldmedaille. Ey, wenn ich zu früh bremse, kann es eben auch sein, dass ich zu viel Zeit brauche. Zurückgelegte Strecke 0,0. Ist ja auch schon mal ganz gut. So, was gibt's noch so Tolles? Also, wir können auch hier zum Beispiel gar nicht weiter. Also, ich muss weiter. Und hier hinten gibt's sogar ein Geschenk. Schauen wir mal. Durch Bremsen zum Stehen kommen 100 Meter. Okay, das heißt, wir müssen nochmal einen besseren Punkt finden. Wir haben eben hier vorne... Ich weiß nicht, ob die Hütchen hier was symbolisieren. Probier mal bei Rot. Oh, Alter, das war Bauch. Es war... Ja, okay, wir müssen vielleicht mal so zwischen dem blauen und dem roten Hütchen bremsen. Schauen wir da eben mal. Man steht sehr früh vorne. Aber halt verdammt knapp zum Gold hin. Noch ein Ticken besser. So, schauen wir nochmal. Vielleicht. Wieso habe ich jetzt auch meinen Geist nicht mehr da? Irgendwie habe ich gar keinen Geist mehr. War jetzt sogar nochmal einen Ticken schlechter wieder vor. Aber klar, ich will mich jetzt auch nicht ewig davon abhalten. Oder muss ich eigentlich nur die Sachen beenden? Also vielleicht reicht auch nur ein Bronze, dass wir sogar das Geschenk bekommen.
Alter, hier die 800, noch sogar noch einen Ticken schneller. Wir hatten Woche 888, aber ja, wir schauen jetzt einfach mal. Also ich probiere es nicht alles auf Gold zu machen, weil das ist jetzt wirklich minimal. Jetzt habe ich irgendwelche Meilen bekommen. So, ein Stufenaufstieg. Und dann schauen wir mal, was wir also so als nächstes hier haben. Durch Bremsen stehen kommen, ja, noch weiter weg, 200 Meter. Man muss den Punkt wohl noch ein bisschen besser finden. Ich weiß auch gar nicht, wieso wir solche Sachen eigentlich machen müssen. So beschleunigen, bremsen oder so. Ich meine, klar, als kleine Schule oder so, aber an sich ist es ja auf der Strecke eigentlich egal, oder? Ist ja nicht wichtig, wo ich stehen bleiben muss. Wir probieren es nochmal. Vielleicht kriegen wir nochmal Bronze rein. Jetzt haben wir noch eigentlich hier eigentlich keine besonderen Einstellungsmöglichkeiten. Okay. Wieso kann ich jetzt... Jetzt mal wieder nach hinten. Ich weiß gar nicht genau, wo ich bremsen soll. Ich muss noch... Also schon mal früher bremsen. Weil wir jetzt gar nicht mehr so beim Roten, sondern schon vorm Blauen irgendwo bremsen müssen. So, mal schauen. Zwischen Blau und Weiß mal bremsen. Aber, ja, ich bin schon noch eigentlich ein Stück weg vom Gold. Deshalb lassen wir das mal so. So, wir gehen mal eins weiter. Kriegen wir wieder was bremsen? Durch Bremsen zum Stehen kommen Hochleistungsauto Alton Bugatti Veyron. Okay, das ist natürlich nochmal ein bisschen heftiger dann. Alter Falter. Richtig nice, oder? Ich meine, so von der Farbe her, so gelb-weiß noch nicht unbedingt, aber... Oh, Alter, der geht schon ab. Oh, ich schieße ihn raus. Okay. Ja. Wie kriege ich einen Rückwärtsgang rein? Hier mache ich einen Rückwärtsgang rein, aber dann kann ich ja nicht fahren. Und dann, wenn ich hier Gas gebe. Alter, ist das komisch. Okay, wir müssen auf Dreieck bleiben. Ich bleibe einfach nicht stehen. Okay. Ist natürlich nochmal bedeutend anders. Er schießt halt schon mal ein bisschen nach vorne. Und wir müssen halt extrem vorher bremsen. Probier mal beim Gelben, was dann passiert. Oh. Einfach Gold. Einfach Gold. Okay. Ja, sehr seltsam. Also mit den anderen Wagen hatte ich es nicht so gut drauf. Aber hier jetzt mit dem Bugatti war es ganz gut. Ich brauche halt einfach ein leistungsstarkes Auto, damit ich auch Leistung bringen kann. Ganz einfach. So, jetzt haben wir ja... Oh, eine Kurve nehmen. Das wird schwierig. So, oh, Autopilot an auch noch hier. Okay. Einmal fliegender Start. So, okay. Oh, ich muss hier an den Punkten so ein bisschen vorbeikommen, oder? Was sind das für GPS-Marke hier? Sieht so hier die Ideallinie aus. So, aber ganz knapp an Silber vorbei. Das ist natürlich auch ein bisschen heftig. Muss man eben auch so ein bisschen dazu sagen. Also man sieht hier sogar, wie man lenken tut. Hier unten so ein bisschen. Ja, ich bin hier. Ah ja, jetzt bin ich vielleicht noch ein bisschen schlechter. Ich bin halt noch langsamer. Haben wir es nochmal ein bisschen besser probiert. Es hat schon... Also ich glaube, die Zeiten sind teilweise schon... Also für Gold dann schon sehr knapp bemessen. Klar, es war jetzt auch noch nicht so ideal. War noch nicht so gut. Aber... Ja, von der Beschleunigung her wieder so ein bisschen so ein Ticken, aber trotzdem immer noch so ein bisschen zu langsam.
Leg mich gerade nur ein bisschen auf, dadurch, dass ich halt so knapp an Silber dran bin. Mach noch einen Versuch und dann schauen wir, was wir für ein Geschenk eigentlich bekommen. Oder ich hoffe, dass ich ein Geschenk bekomme. Nicht, dass ich das Geschenk nur bei Gold bekomme. Oh, okay, nicht so weit. Ah, oh, das hat mir jetzt wieder Zeit gekostet, weil ich so ein bisschen rausgekommen bin. Aber guck mal, 206 hatte ich beim, ich glaube beim allerersten Mal dann. So, ich krieg ein Preisgeld, ich krieg... Was sind eigentlich die Meilen? So, krieg ich jetzt das Geschenk? Oh, ich kann ein Geschenk holen. Neues Auto? Sie haben ein Geschenkauto erhalten, ja, tatsächlich. Oh ja, so random, oder darf ich eins auswählen? Ein Renault. Okay, Clio. Jetzt ist die Frage, war das jetzt schon so vorausgesehen oder war das jetzt einfach Zufall? So, wir haben alle abgeschlossen erhalten. Oder vielleicht hätte ich auch ein besseres bekommen, wenn ich besser abgeschnitten hätte. Das weiß ich nicht. Sie haben die schon ausprobiert. Brand Central, hier können Sie Fahrzeuge kaufen. Okay. Alles klar. Ja, dann würde ich mal sagen... Ich habe die anderen Sachen mache ich auch noch so nebenbei und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.